die uns unsere Genossin Mariena Pressa Velasquez heute zugesendet hat. Sie arbeitet bei der venezolanischen Botschaft in Berlin und ist der erste Sekretär. Und sie schreibt, und sie übermittelt das, weil sie erkrankt ist und heute nicht hier sein kann. Sie sagt, liebe Genossinnen und Genossen, im Namen der bolivianischen Regierung, Präsident Nicolas Maduro sowie Außenminister Jorge Arreaza möchte ich Ihnen revolutionäre Grüße übermitteln. Auf diesem Weg möchte ich mich auch für die heutige Einladung bedanken, der ich leider aufgrund einer Erkältung nicht nachkommen kann. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir Ihre Solidarität sehr schätzen und meinen Dank dafür aussprechen. Im Namen der Botschaft, wie Sie alle wissen, greift der Imperialismus unsere Nation mit allen seinen Waffen und möglichen Mitteln an, um unsere Demokratie und unseren revolutionären Prozess zu ersticken. Das venezolanische Volk ist sich dieser Situation sehr bewusst und widersetzt sich daher mit Mut und Würde. Deshalb ist es sehr wichtig, die internationale Solidarität nicht nur mit Venezuela, sondern auch mit anderen Ländern Lateinamerikas zu stärken. Gerade hier in Deutschland, gerade hier in Berlin, wo die Ideen der Linken tief verwurzelt sind. Lasst uns weiter kämpfen um die Souveränität und Selbstbestimmung jedes vom Imperialismus bedrohten Landes zu schützen. Zum Abschluss dieser kurzen Botschaft möchte ich die Organisation dieser Mahnwache und allen Anwesenden meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Venezuela ist unwiderruflich frei und souverän. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Danke.